Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter, wie ich schon angekündigt hatte, mit der Lambo-Kurbelwelle. Der eine oder andere wird jetzt ein bisschen verdutzt nachdenklich sein. Die war doch eigentlich schon bei der Montage. Wir haben dann aber die Montage abgebrochen, weil ich irgendwie nach 5 Jahren Arbeit dann doch ein schlechtes Gefühl hatte, eine in Anführungsstrichen ungewuchte Kurbelwelle, sie war von Björn schon mal gewuchtet irgendwann, aber es hat sich seitdem wieder 1 Million Sachen geändert, in diesem Motor zu stecken. Deswegen haben wir sie uns geschnappt und haben sie einmal zu David geschickt. Hallo Miguel, schön, dass ihr euch diesem dezenten Projekt angenommen habt. Ja, selbstverständlich. Weil der Andi hat ja bis heute keine Maschine zum Wuchten. Das heißt, ihr musstet einmal einspringen und dieses Gerät wuchten. Ja, und wir wollten das für euch ausnahmsweise mal relativ schnell erledigen. Und dann hat sich gezeigt, dass Schwierigkeiten auftreten. Wir hatten die Daten für die Meistergewichte dann sozusagen per Fernübermittlung mitgeteilt bekommen, haben danach die Meistergewichte ausgelegt und haben dann festgestellt, dass die Unwucht der Kurbelwelle so groß wäre, dass wir mit dir Rücksprache gehalten haben. Und jetzt habt ihr festgestellt, da stimmte was nicht. Und dann kann man mal sehen, wie das aussieht, wenn die Meistergewichte falsch berechnet sind. Als allererstes mache ich euch einmal kurz hier eine Infokarte rein von dem letzten Wuchtvideo, wo wir Limowelle gewuchtet haben, weil da haben wir diese ganze Maschine erklärt, sage ich jetzt mal. Das ist ja eine weibliche Maschine, ja, sagt es ja. Ja. Die haben wir komplett hier erklärt. Am besten zieht ihr euch das erst rein, damit ihr den Rest versteht. So, also Kurbelwelle kam an und ihr habt passend die Meistergewichte gemacht. Ja. Angefangen zu wuchten und schnell festgestellt, da stimmt was nicht. Genau. So, somit dachte ich mir schnell, boah, ein Glück haben wir euch das Ganze geschickt zum Wuchten, weil wenn irgendwas nicht stimmt, ist es immer gut, wenn man es passend macht. Ne? Problem war hierbei, weil ich würde sagen, wir machen sie einmal an, weil aktuell ist dieser Stand. Ich würde sagen, wir machen einmal einen Wuchtlauf und dann erklären wir das Problem. Ne? Öl auf den Lager packen. Sonst ist die Reibung etwas zu... Schon ganz schön langer Kugeltrieb so und so. Ja. Mal klar, 6 Zylinder noch mehr. Aber ja, vor allem, wenn dann hinten noch eine dicke Schwungscheibe oder sowas draufkommt, dann ist die Belastung in den Prismen relativ hoch und dann treibt sich der Ölfilm recht schnell weg. Mhm. Und dann geht die Reibe hoch, dann wird die Maschine zickig beim Antrieb, weil sie sagt, oh, jetzt geht die Reibung aber hoch, ich muss für Antriebsleistung liefern. Egal, aber das sollte jetzt funktionieren. Das wird der erste Zylinder oben wird als Totpunkt markiert, das wird von der Maschine einmal so sagen. So, dann drückt man TDC und dann starten wir das Ding und dann schauen wir mal, was passiert. Wie war das mit Thema Rundlauf? Kam die Welle an und das hat alles gepasst oder musstet ihr erstmal auch richten? Nein, die hatte praktisch keinen Schlag. Das vom Schlag her und so war alles? War die in Ordnung. Alles klar. Ja, so. Jetzt können wir mal gucken. Jetzt habt ihr gerade festgestellt, sie hat nicht höher gedreht, das heißt, es passt irgendwas nicht und gleich Abbruch. Nee, hier hätte sie an der Stelle 33,5, gerne 127 Gramm mehr. Man muss dazu sagen, das ist keine Winkelangabe in Grad, sondern sie hat einfach einen Drehgeber, der den Kreis in 60 Teile teilt. Das heißt, also es sind einfach Positionen 33,5. Das heißt, wir drehen dann einfach die Kurbelwelle in die Position 33,5. Das, was sie als 33,5 angibt. Schauen wir mal, sind wir gleich da. Ja, dann blinkt das auch. Mhm. Und dann sagt sie, an der Stelle hier links hätte sie gerne 127 Gramm mehr. Mhm. Da sind schon Schwermetallstopfen. Da habe ich vorne auch aus Verzweiflung Stahlstopfen in den Schwingungsdämpfer gesetzt, der auch extern gewuchtet ist. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo nicht wie normalerweise beim Wuchten Gewicht weggenommen wird. Also doch, normalerweise hätte man Gegenübergewicht weggenommen. Da aber nichts zum Wegnehmen ist, macht man auf der anderen Seite mehr. Ganz genau. Das heißt, Miguel hat schon angefangen, hier schwerere, wobei das sind erstmal noch, ist das schon Schwermetall oder ist das normal noch? Das sind Gewindebolzen. Ich habe Gewinde reingeschnitten und praktisch die Löcher wieder geschlossen. Wieder geschlossen, ne? Da schon Gewichte reingemacht. Dann hier seitlich, hier muss man einmal drauffüllen. Hier richtig vorne in das Rad. Gewichte reingesetzt und immer noch 127 Gramm mehr sollen da drauf. Ne? Ganz genau. So, da wurden wir jetzt gerade ein bisschen skeptisch und ja, was soll ich sagen? Es ist, wie das im Tuning so ist, ein Fehler im Wiegen unterlaufen. Problem ist, ihr hattet Kolbenpleuel nicht hier. Nein. Das heißt, als wir das letzte Mal bei Andi waren und die Sachen gewogen haben, waren mal wieder wahrscheinlich die Finger schneller als die Augen so ungefähr. Und uns ist da ein kleiner Fehler unterlaufen, weswegen jetzt leider diese Arbeit bisher umsonst war. Ja, gut, aber besser so, als man stellt es erst fest im Motor. Ja, klar, nee, das definitiv. So, um euch das Ganze zu verdeutlichen,
habe ich heute nämlich einfach nochmal einen Reserve-Ploy mitgebracht. Und uns ist relativ schnell aufgefallen, beziehungsweise Miguel nimmt das in der Hand und sagt, das ist doch, passt doch irgendwie vom Gewicht her nicht, weil die Unterlagen, die wir eben geliefert hatten, extra schön ein Foto gemacht und so weiter, aber war trotzdem zu viel, war oberes Auge 160 Gramm, unteres Auge 541, sind also zusammen irgendwas über 700. Ja. Ja, das ganze Pleu wiegt aber leider nur 540. Das heißt, der Fehler ist uns an dieser Stelle genau in diesem Schritt unterlaufen, dass wir hier die Waage nicht genullt hatten mit der Messvorrichtung. Ja, passiert im Eifer des Gefechts, kann man jetzt nicht ändern. Wichtig ist nur, wie Miguel schon gesagt hat, dass es uns aufgefallen ist. Hm. So, was hat das jetzt zur Folge? Ja, das hat zur Folge, dass das Meistergewicht, das wir hier berechnet hatten, mit 814 Gramm, ausgehend von dem Gewicht des großen Pleuelauges von 541 Gramm, mhm, jetzt tatsächlich nur noch 685 Gramm beträgt. Das heißt, das sind dann ungefähr, wenn ich jetzt rechnen könnte, 170 Gramm weniger, mhm, für pro Meistergewicht. Mhm. Wir haben dann die versetzten Hubzapfen. Das heißt also, wenn man das als ein Hubzapfen zusammenrechnen würde, wären das ungefähr 340 Gramm weniger an der Stelle. Mhm. Und dadurch ändert sich bei der Welle natürlich die Wuchtung völlig. Komplett, ne? Ja, und dann werden die Stopfen vorne im Störungsdämpfer möglicherweise überhaupt nicht mehr erforderlich sein. Und wenn man Pech hat, muss ich sogar einen der Stopfen, die ich da, Gewindestopfen, die ich gesetzt habe, wieder rausbohren. Ja. Ja, aber immerhin noch besser als aufzugeben, reinzubauen, alles klappert, alles vibriert, im Zweifelsfall, weil das ist ja so eine Unwucht, was würde da passieren? Ach, das wäre fürchterlich. Das würde euch bei eventuell das, unter Umständen das Getriebe abvibrieren, Lichtmaschinenhalter, alles mögliche. Das ganze Fahrzeug würde sich schütteln, das Armaturenbrett würde vibrieren. Also das wäre eine Katastrophe. Und das heißt auch, gerade in dem Alu-Block wäre das wahrscheinlich auch katastrophal, ne? So. Es könnte, ja, also er könnte sich ja, wie gesagt, Anschraubteile, mhm, abvibrieren, er würde nicht sauber hochdrehen, fürchterliche Geräusche machen unter Umständen dabei und es wäre praktisch nicht fahrbar. Ihr könntet den nicht über 3.000, 4.000 Umdrehungen drehen, ohne dass ihr Angst habt, das Auto fliegt auseinander. Weil, wenn ich jetzt überlege, die Meistergewichte jetzt gerade, das sind die aufgeschraubten Dinger auf dem Zapfen, 10-mal, das heißt, wir reden ja über einem Kilo, was theoretisch gerade falsch dran ist, ja, dann ist natürlich klar, dass da so eine Unwucht bei rauskommt. Ne? Genau, ja. Das heißt, wir wollten es eigentlich nur verbessern, hätten es jetzt theoretisch verschlimmbessert, ja, und gucken, dass wir jetzt auf den richtigen Wert kommen. Ganz genau. Mhm. Das heißt, Meistergewicht anpassen und ja, gucken, was die Maschine sagt beim Anschlag. Genau. Nee, wir hatten nämlich, weil mir das eigenartig vorkam, hatten wir zum Beispiel mal hier so einen Pleuel genommen von so einem Chevy Small Block, mhm, und haben dann geguckt, das ist von einem größeren Motor. Wie sieht das denn so im Vergleich da mit dem Gewicht des großen Pleuelauges aus? Mhm. Und das war hier 70 Gramm leichter, mhm, als bei der Angabe. Und da habe ich gesagt, da ist irgendwas faul, da kann was nicht sein, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Das macht dann die Erfahrung wieder in dem Moment. Ja, okay. Tut mir auf jeden Fall leid. Nö. Uns. Gut. Und jetzt haben wir wenigstens coolen Content. Jetzt haben wir mal gesehen, was tatsächlich passiert, wenn man die Meistergewichte komplett falsch macht. Ne? Ja. So, jetzt sieht man mal richtig, wenn man das nicht aufs Gramm genau berechnet, passt halt alles nicht. Zeigt wieder, wie genau diese Berechnung ist, die wir auch gezeigt hatten. Können wir auch nochmal die Infokarte reinmachen. Das war allerdings alles in einem Video, meine ich. Aber trotzdem. Ich glaube, ja. Ja, ich würde sagen, Meistergewichte anpassen und weiter geht's. Ja, alles klar. Irgendwann später. Gewichte angepasst? Ja. Um mal zu zeigen, wie akribisch der Herr das macht. Du hast die tatsächlich auf der Drehbank? Ja. Eingespannt, abgedreht, gewogen, eingespannt? Ja, ja, ja. Krass. Okay. Und jetzt gucken wir, was bei rauskommt, würde ich sagen. Ne? Ganz genau. Weil vorher war es ja so, sie ließ sich praktisch nicht wuchten. Mhm. Die verlangte irgendwelche abstrusen Massen an Stellen, an denen keine Massen hingehören. Mhm. Und wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, dann stellt man fest, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Das war's im Argen. Da haben wir schon mal viel weniger. Also wir haben schon 75 Gramm hier in Position 30. Mhm. Und da können wir die Kurbelwelle dann mal in Position 30 drehen. Schauen wir mal. So, 30,5, Entschuldigung. So, jetzt blinkt sie und sagt, zeigt das an. Und sie will jetzt hier 75 Gramm weniger haben und gucke einer an. Das sind dann die Stahlknubbel, die ich da vorne eingesetzt habe. Die müssen also wieder raus. Okay, das heißt tatsächlich, dort, wo es vorher angezeigt hast, dass du Gewicht wegnehmen solltest, beziehungsweise hinzugeben, mhm, ist es jetzt genau andersrum. Ganz genau. Und das, was ich vorher dazu gebastelt habe, muss jetzt wieder weg. Und auf der rechten Seite ist genau das Gleiche. Ich drehe das mal in die entsprechende Position.
Jetzt will er hier ungefähr 30 Gramm weg haben. Mhm. Man sieht, ich habe hier einen Bolzen reingesetzt. Ich denke mal, wenn ich hier die Hälfte des Bolzens weggebohrt habe, dann will er hier noch ein bisschen gebohrt. Aber jetzt passt das. Das ist ja an einer Stelle, an der man bohren kann. Und die Mengen sind nicht so unendlich. Das heißt also, hier sieht man, das ist in einem brauchbaren, sinnvollen Bereich. Kriegen wir, beziehungsweise du, den einfach wieder raus, als Beispiel irgendwie mit einem Linksausdreher? Oder ist der schon richtig reingeklebt? Der ist reingewirkt mit ordentlich Kraft plus Kleber, der kommt so schnell da nicht wieder raus. Also jetzt wirklich 30 Gramm irgendwo wieder wegbohren. Ja, genau. Wobei, wie gesagt, die Maschine will das ja jetzt auch nicht genau an der Stelle haben, sondern sie will das ungefähr hier haben. Mhm. Man kann dann statt an einer senkrechten Position, wenn da kein Platz ist, ein bisschen links und ein bisschen rechts von der Position bohren. Das gleicht sich dann wieder aus. Aber wir kriegen das hin. Was auf jeden Fall witzig ist, ist tatsächlich leider genau auch da, wo wir ursprünglich mal Schwermaterial eingesetzt hatten, um diese Wange schwerer zu bekommen. Genau da muss jetzt leider wieder 30 Gramm weg. Ich hoffe, das lässt sich einigermaßen bohren. Normalerweise schon. Also wenn es das Triamet 17 ist, das üblicherweise dafür verwendet wird, das kann man mit dem scharfen Bohrer noch bohren. Das ist noch mit geometrisch bestimmter Schneide bearbeitet. Du musst da nicht stehen bleiben, man sieht dich eh. Okay, komm ruhig rein. Ja. Also jetzt sind wir da an einem Punkt, an dem wir sagen können, wir kriegen das hin. Mhm. Okay, einen anderen Punkt, den ich gerade sehe. Was sagst du zu dieser Optimierung an der Welle, was die Lagerstellen angeht? Ich bin unschlüssig. Auf der einen Seite sind die Typen, die die Welle gebaut und konstruiert haben, nicht auf den Kopf gefallen. Mhm. Das ist ja schon ein etwas anspruchsvollerer Motor und sie werden sich da was dabei gedacht haben. Man sieht es bei anderen Motoren nicht. Zum Beispiel japanische Motoren, auch Motorradmotoren oder Honda-Motoren haben das üblicherweise nicht. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, soweit ich weiß. Es ist kein Muss. Weil, also war nicht serienmäßig drin. Das wurde da reingemacht von Björk. Ach so. Mhm. So, allerdings auch schon vor, ich sag jetzt mal vorsichtig, 5 Jahren. So. Das heißt, du hättest es aber tendenziell nicht gemacht? Wahrscheinlich nicht, nein. Weil wir hatten die gleiche Thematik, ja, weiß ich ja noch, mit dem Pleuelauge oben. Auch ist das ein ähnliches Beispiel? Geht es da auch logischerweise um die Schmierung auf jeden Fall? Ja, da müsste man gucken, wo wirkt der Druck auf die Welle und wo wird das Öl eingespeist? Weil normalerweise wird das Öl ja eingespeist gegenüber der Druckseite. Mhm. Also von oben und die Welle wird ja von den Kolben nach unten gedrückt. Mhm. Von daher ist das nicht die Stelle der höchsten Belastung. Problematischer wird es hier an dem Zapfen, an dem du zwei Ölbohrungen hast. Da kann das sein, dass die eine Schmiernutzung schon so langsam in den Bereich der stärkeren Belastung kommt. Wobei die Belastung natürlich auch von Fliehkräften abhängt. Ich kann nur sagen, dass bei zum Beispiel amerikanischen V8 die Hauptlagerzapfen, die diese zwei Schmierbohrungen haben, die sind die am stärksten verschleißen. Das heißt, es kann tatsächlich sein, durch die zweite Bohrung, die nicht genau da ist, wo die Kurwelle nach unten gedrückt wird, sondern schon ein bisschen weiter, dass da Kontakt auf Kontakt kommt und der Verschleiß in irgendeiner Größe? Der Schmierkeil wird unterbrochen. Mhm. Du hast dann praktisch diese Aussparung dort, wo eigentlich ein durchgehender Schmierkeil sein sollte und der wird dann unterbrochen und dadurch sinkt die Tragfähigkeit des Lagers ganz einfach. Aber wir reden hier von Langzeiteffekten. Mhm. Okay. Ich weiß ja nicht, wie viel du mit dem Fahrzeug fahren willst. Nicht viel. Befürchte ich. Dann spielt das keine so große Rolle. Das ist egal. Okay, weil damals war halt angedacht, dass es für die eigentliche Versorgung des Lagers, das Lager hat ja so eine Rille immer mit drin, ja, ein bisschen besser ist, weil quasi die halbe Schale, die hier drum sitzt, warte, hier können wir das gut zeigen, also wir haben hier, sagen wir, eine halbe Schale, die den Schmierfilm abbekommt. Ja. Und wenn natürlich die Öffnung länger ist, kriegt es natürlich früher und länger Öl. Überhaupt keine Frage, ist völlig korrekt. Ja. So war damals bei den Hauptlagern zumindest deswegen auch dort in beide Richtungen, hat nichts mit Drehrichtung zu tun, das ist einfach dieser Keil in dem Lager. Wir können es ja mal einblenden, ein Foto, damit ihr wisst, was ich meine. Möglichst lange befüllt ist. Ne? Ja, ja, weil ja wahrscheinlich auch nur die obere Hauptlagerschale eine Schmiernut hat, genau, und die untere nicht. Und damit verlängerst du praktisch die Dauer des Öleintrages. Und die Pleuellager danken es dir. Mhm. Sie werden, ich sag mal so, länger versorgt. Cool. Und meistens ist es ja üblicherweise so bei so einer Kurbelwelle, dass die Pleuellager das erste sind, was ja den Löffel abgibt und nicht die Hauptlager. Ja, ja, ja. Mhm. Okay. Ja. Und wenn doch, müssen wir nochmal wiederkommen zum Kurbelschlag. Ja.
Können wir einen, zuletzt jetzt noch einen, bevor wir da drauf rumbohren, ein Experiment machen? Können vielleicht vorne die Dinger da schon mal wieder rausnehmen? Um ja, mal kurz klar. Gucken, wie der Effekt ist. Selbstverständlich. Also wir merken uns jetzt gerade, vorne müssen 75 Gramm raus. Wir drucken das aus. Würdest du jetzt direkt anfangen, alle fünf wieder rausnehmen? Dann wird es auf jeden Fall zu wenig sein, weil dann haben wir Löcher. Stimmt. Ich würde die äußeren beiden erstmal wegnehmen und dann gucken wir mal, was er sagt. Okay, das machen wir mal. Ich habe die nicht eingeklebt, diese Zusatzgewichte, sondern nur verschraubt, weil das Ergebnis ja nicht in Ordnung war. Und jetzt schrauben wir die Dinger einfach mal wieder raus. Sieht aber irgendwie krass professionell aus, finde ich. Also wenn man vorne drauf guckt, so mit diesen verschraubten Dingern. Also die 75 Gramm, die sie jetzt angezeigt hat, berechnet er ja mal hoch auf den Durchmesser aus, ne? Oder wo? Denn auf den Durchmesser, den ich ihm angebe. Mhm. Sag mal. Hast du so passgenau gemacht, dass es sich genau verkannt hätte. Genau. Ja, aber ein Glück, haben wir einen Fehler gefunden. Weil wir hatten schon gerätselt, ob wir noch ein Gewicht davor schrauben können und so weiter. Ne? Stell dir mal vor, da hätten wir... Ja, das wäre eine Katastrophe geworden. Hätten wir da alles noch eingezimmert. Ja. So, okay, also wir haben jetzt ein Gewicht noch drin, haben ungefähr 100 Gramm rausgenommen und gucken, was passiert. Jetzt gucke ich mal, wo das war. Das war dementsprechend so. Mal gucken, wenn man das Ding festzieht. Man muss einen Hauch weit, einen Millimeter weiter nach vorne vielleicht. Muss man mal gucken. Das Axial. Noch ein bisschen da unten. Nee, in diese Richtung. Andere Richtung. Ach, die Richtung? Ja, ist genau falsch. Dass sich der Turm nicht mehr bewegt? Ja, genau, richtig. So, jetzt zieh mal fest und dann muss man einmal noch mal drehen und gucken, dass er nirgendwo gegenschlägt. Aber Schwungrad und Schwingungsdämpfer läuft alles schön rund, so, ne? Ja. Gut. So, das sind nur noch 11 Gramm. Das war schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Das heißt tendenziell, wir haben 100 rausgenommen, sind von 73 auf 11. Das heißt, man könnte sogar fast probieren, das letzte auch noch rauszunehmen. Ja, können wir probieren. Mhm. Ich gucke jetzt mal, wo wir eigentlich hin müssen. Also ob das ungefähr passt. Boah, ungefähr. Ungefähr, ne? Ich würde sagen, das machen wir schnell nochmal. Er wollte vorher 15 Gramm dort weniger haben. Jetzt will er da praktisch 26 Gramm haben. Mhm. Genau gegenüber. Das ist einmal von der anderen Seite, genau. Das heißt, wir haben jetzt hier so viel Gewicht rausgenommen, dass er hier 26 Gramm weghaben will. Was natürlich jetzt keinen Sinn macht, dort was wegzubohren. Mhm. Sondern man würde jetzt wahrscheinlich hier anfangen, die halb runterdrehen, oder was ist das jetzt erstmal? Zum Beispiel, ja. Oder innen hohl drehen oder irgendwas in der Art, um das Gewicht zu verringern. Weil außen muss sich das ja abstützen, weil das ja durch die Fliehkraft schon beansprucht wird. Das wird ja auch dann eingeklebt. Und dann macht man das innen hohl zum Beispiel und klebt das dann ein und verschraubt das gleichzeitig, so dass das Gewicht passt. Mhm. Das heißt, wenn wir es jetzt innen hohl drehen, wird es natürlich mit einer Schraube schwierig zu sichern. Das heißt, dann nur noch einkleben. Mutter oder so. Muss dann nur noch einkleben. Ne? Oder so hohl drehen, dass innen das Gewinde noch stehen bleibt. Wie viele Stunden sind wir schon an dieser Drehbank? Ja, das läuft hier, glaube ich, unter der Rubrik der alte Mann und die Drehbank. Aber ich bin, glaube ich, hier an dieser Drehbank im Betrieb der flotteste. Ja, das sieht auch schon recht gut aus alles. Da rankommen, das weiß ich noch gar nicht. Sonst müsste ich mir was einfallen lassen. Ja, das sieht gar nicht so scheiße aus. Entschuldigung, das war der Terminus technicus für suboptimal. Das sieht gut aus. Mhm. So. Schauen wir mal, gucken wir mal. Das ist halt eigentlich so das Coole am Motorbau, dass wirklich eigentlich jedes Teil immer ein Unikat ist, oder? Oft, ja. Also ist jetzt nicht so, man geht an das Normteile-Regal und zieht was raus, so. Nein. So wie beim Räderwuchten, mal kurz ein 10 Gramm Gewicht draufklatschen. Das ist ja schon hier ein bisschen spezieller. Ja, aber Vorsicht wahren. Cool. Aber tatsächlich ist auch die Drehbank die universellste Werkzeugmaschine, grundsätzlich. Und aber auch eine der gefährlichsten, ne? Einfach nochmal nicht vergessen. Oh, für mich nicht. Für mich ist alles gefährlich, was mit Holz zu tun hat. Echt? Ja, ich verletze mich beim Holzbearbeiten grundsätzlich irgendwie. Ist so.
Vielleicht irgendwie, weil ich sag jetzt mal, dass das schneidende Werkzeug so im Holz immer so noch so ein bisschen mitzieht oder irgendwie sowas, ne? Kann ich nicht sagen. Ich halte das für ein. Ich glaube, da sitzen wie Trolle oder Zwerge dahinter oder irgendwelche, ich sag mal, so mystischen Wesen, die mich halt auf die Metallseite gebracht haben und vom Holz fernhalten wollen. Das ist die logische Erklärung dafür. Ja, das mag natürlich auch sein. Ich habe zum Beispiel einmal beim Holzhacken ein Holzstück derart ins Gesicht bekommen, dass ich jetzt hier eine Narbe von habe. Das ist durchgeschlagen bis auf das Zahnfleisch. Und auch ansonsten, ich brauche nur mit Holz ein bisschen was zu machen. Habe ich. Krass. Ja, ja. Und ich brauche nur, ich sag mal so, irgendwas mit Holz arbeiten. Ich habe sofort Splitter in den Fingern oder sonst irgendwas. Stehst den ganzen Tag hier an der offenen Drehbank? Ja. So? Das geht. Da ist der Holzsplitter. Wir haben uns das Leben ein bisschen einfach gemacht, weil wer weiß, wie oft wir das jetzt hier rein und rausziehen müssen. Haben es einfach erstmal nur reingesteckt. Wird schon halten. Dann können wir es einfach wieder rausziehen und abändern, ne? Ja, ich bin gespannt, was dein Erfahrungsschatz so sagt, wie gut das Ganze hier passt. Jetzt. Ja, schauen wir mal. Gar nicht so schlecht. Ja. Jetzt sind wir nur noch bei 7,9 auf der Seite. Jetzt drehe ich das Ganze nochmal einmal, gucken wo. Jetzt will er hier noch 8 Gramm weniger haben. Schon mal gar nicht so schlecht, ne? Ja. Da sind wir schon relativ nah an dem. Also ich sag mal, wir würden das wuchten auf eine Toleranz von 3 Gramm ungefähr. Das heißt also, man müsste jetzt da etwa 5 Gramm wegarbeiten, damit man unter die, ich sag mal so, Schwelle kommt. Jetzt wären wir aber auch an dem Punkt, an dem man sich mal langsam mit der anderen Seite beschäftigen müsste. Weil es funktioniert nicht gut beim Wuchten. Eine Seite erst auf Null bringen, dann die nächste Seite auf Null bringen. Ja. Du hast Hebelverhältnisse und das überträgt sich ein bisschen von links nach rechts. Das heißt, da müsste man dann anfangen, dass man die andere Seite jetzt mit runterbringt und dann praktisch im Gleichschritt bis unter die Toleranzgrenze. Dieses Gewicht lassen wir aber so? Oder würde es da nochmal bringen, jetzt daran rumzuspielen, dass irgendwie... Natürlich, das wahrscheinlich ausprobieren. Klar, weil das Wuchten ist halt auch eine Sache, ich sag mal so, bei der man Erfahrung einfließen lassen muss und auch schon mal etwas probieren muss. Weil die Wellen nicht immer hundertprozentig gleich reagieren, auch sind die Zapfen ja nicht hundertprozentig rund. Das heißt also, wenn du zum Beispiel einen Zapfen hast, der 3 Mikrometer unrund ist, was für den Betrieb des Motors völlig uninteressant ist, und du hast dann hinten einen Kupplungskorb dran, dann tanzt der ja mit 3 Mikrometern. Und das wird dann, wenn die Welle relativ schwer ist, mit den Meistergewichten auf und so weiter und so fort, von der Maschine als Unwucht interpretiert. Und dann kannst du an einen Punkt kommen, an dem du, sagen wir mal, wenn du runter willst auf unter 2 Gramm, dass du das einfach nicht mehr schaffst. Prinzipiell sollte man aber, solange wir jetzt an den Gewichten arbeiten können, probieren, so lange, dass man nach Möglichkeit an der Welle erstmal nichts verändern muss. Also schon so lange mit mehr und weniger umspielen, dass das jetzt nicht unnötig gebohrt wird. Ne? Ganz genau. Was ist, wenn wir jetzt den einfach versetzen? Also wenn wir hier weniger haben wollen, heißt das ja eigentlich, dass da mehr sein muss. Das heißt, wir schieben den einfach mal einen rüber? Da ist es halt so einfach, dass man das einfach mal ausprobieren sollte. Es ist eine sinnvolle Maßnahme, scheint mir klug zu sein. Dann würde ich sagen, wir testen das jetzt mal. Deswegen haben wir nämlich von innen noch keinen Schraubel. Zack. Eine oder zwei gleich? Eine. Ausruhen. Erstmal ein. Guck mal, so macht doch Wuchten Spaß. Kannst du einfach reinstecken. Und los geht's. Jetzt wollen wir hier 9 weniger haben, was natürlich wenig Sinn macht, weil wir jetzt aber das Gewicht in die Richtung schon gerückt haben. Ne? So, jetzt können wir nochmal einen letzten Versuch machen. Was ist passiert, wenn wir es in die andere Richtung machen? Ja. Und sonst müssen wir bohren. Man muss jetzt auch langsam anfangen, in kleineren Inkrementen zu arbeiten. Das heißt also kleine Löcher bohren oder wenig Material wegnehmen. Man schießt sehr schnell übers Ziel hinaus, wenn man relativ viel wegdreht oder ein großes Loch bohrt. Dann denkt man, das waren jetzt nicht mehr als 6 Gramm, das passt schon. Und dann waren es vielleicht doch 3 Gramm zu viel. Also da muss man richtig akribisch. So, jetzt will er hier weniger, was genau dazu passt, dass wir das Gewicht in die Richtung versetzt haben. Das heißt, wir merken uns jetzt abschließend, wenn dieses Gewicht hier sitzt, will er hier was weghaben. Ein bisschen war das ja? 8 Gramm, genau. Und das heißt, ich denke, der nächste Schritt ist jetzt, dass tatsächlich hier gebohrt wird. Und dann kümmern wir uns um die andere Seite. Da muss noch ein bisschen mehr gebohrt werden auf der anderen Seite. Ja, ich würde sagen, aber trotzdem cool, dass wir mal ein bisschen
Fehler gezeigt haben, wie es auch mal laufen kann. Mhm. Danke, dass ihr euch dem Projekt angenommen habt. Gerne. Jetzt wird durchgewuchtet und dann kann das Ding endlich zusammengebaut werden, möchte ich sagen. Okay. Irgendwann kommen wir nochmal zurück, weil wir unbedingt nochmal einmal meine Lieblingsmaschine da hinten zeigen müssen, und zwar die Kurbelschleifmaschine. Aha, ist hier eine der unbeliebtesten Maschinen, zumindest solange man selber dran arbeiten muss. Ich finde sie aber technisch so aufregend, wie das so geht, so ein Pleuellager-Zapfen zu schleifen, obwohl es so exzentrisch ist und so. Mhm. Ich glaube, dass du das schon extrem gut erklären kannst und ich glaube auch, dass es für Zuschauer interessant sein wird. Aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Mal gucken, irgendwann mal nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Vielleicht mal zwischendurch, wie auch immer. Mhm. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Genießt noch das schöne Wetter. Ja. Und bis zum nächsten Mal. So, wir konnten es natürlich nicht sein lassen, haben noch ein bisschen weiter gespielt und haben einfach mal in das Gewicht die Schraube reingedreht von der anderen Seite. Also normalerweise hätten wir wieder alles abbauen müssen, wollten es gerade sichern, haben es einfach mal so reingedreht und wir machen mal Start. Und das Ergebnis war fast nicht zu glauben. Zack, wir kommen dem Ganzen schon sehr nah. 4,6 Gramm. Will er weniger. Und zwar 4,6 Gramm. Fast da, wo die Schraube ist. Also hier will er jetzt 5 Gramm weniger. Das heißt, übertrieben gesagt, hast du so eine Schraube noch einen kürzer? Nein, tatsächlich nicht, aber ich kann damit an Bandschleifer gehen oder so und danach ist die kürzer. Den, warte, dann brauche ich aber... Die letzten 2 Sekunden gönnen wir uns. Ich muss darauf hinweisen, solange die Umwucht auf der Seite noch relativ hoch ist, hat das eine begrenzte Aussagekraft. Aber es macht trotzdem Spaß, es zu testen. Da haben wir uns mühselig noch mal ein bisschen runtergearbeitet. Mhm. Ich würde sagen, 4 Gramm ist schon fast so in der Toleranz, dass du es fast wahrscheinlich lassen würdest. Ne? Ja. Also ich würde es so lassen, wenn es meine Welle wäre. Ja, du kannst so tun, als wenn es deine wäre. Weil wenn du sagst, es bleibt so, dann bleibt das so. Das heißt eigentlich einfach Schraube von hinten hinter, fertig. Mhm. Die Seite das gleiche machen. Ja. Und wenn man, also ich muss das ehrlich sagen, wenn ich die rechte Seite dann auch noch gut habe, dann arbeite ich mich an die linke Seite und gucke, ob da noch ein bisschen was geht. Noch ein Grämmchen oder so. Tendenziell würdest du sagen, die Seite wird dabei eher schlecht aus Erfahrung oder besser, wenn man die Unwucht auf der anderen Seite wegnimmt? Kann man gar nicht sagen. Kann man nicht sagen. Nein. Ist fallabhängig. Ja. So, Telefon klingelt. Ich würde sagen, danke. Und jetzt wirklich bis zum nächsten Mal.